Heute für euch 10 geheime Karrieren in der Zaubererwelt von Harry Potter. Das und mehr jetzt in diesem Video. Sag mir, wenn du in der Welt der Zauberer leben würdest, welchen Beruf würdest du dir für dich wünschen? Vielleicht haben einige von euch schon mal über diese Frage nachgedacht. Vielleicht möchtest du Aura am Zaubereiministerium werden oder Professor an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Du magst vielleicht denken, dass das großartige Möglichkeiten sind, aber eigentlich sind sie ein wenig begrenzt. In der Welt der Zauberer gibt es hunderte von Berufen zur Auswahl und heute möchte ich einige der interessantesten Berufe vorstellen. Vom Trolltrainer bis zum Züchter magischer Kreaturen und vieles mehr. Aktivist. In der Welt von Harry Potter gab es keinen Mangel an Berufen und Themen. Seit der allererste Zauberer in den historischen Aufzeichnungen auftauchte, gab es auch soziale und politische Hindernisse. Während des Mittelalters befanden sich Zauberer und Hexen im Konflikt mit den Muggeln, die unter ihnen lebten. Diese Konflikte gehörten zu den blutigsten und traumatischsten in der gesamten Geschichte der Zauberer. Während dieser Zeit machten sich einige Mitglieder der magischen Gemeinschaft zur Aufgabe, sich mit Muggelführern zu treffen und sie davon zu überzeugen, in ihren Königreichen Veränderungen zu bewirken. Zur gleichen Zeit rebellierten die Kobolde regelmäßig gegen die Zauberer der magischen Welt. So wie die Muggel die Zauberer und Hexen misshandelten, misshandelten die Zauberer und Hexen im Gegenzug auch die Kobolde. Im 18. Jahrhundert wurden einige dieser Kobolde sogar berühmt genug, um als einflussreiche Aktivisten Anerkennung zu finden, wie Urk der Unreine. Der Alchemist. Man kann sich die Alchemie wie eine alte Version der Chemie vorstellen. Zur Zeit von Harry Potter hatten die Zauberer nicht wirklich viel Verwendung dafür. Sie war sogar so unbeliebt, dass sie in der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei nur selten unterrichtet wurde. Die Alchemie an sich war ziemlich einfach. Als ein Bereich der Magie befasste sie sich hauptsächlich mit drei spezifischen Zielen: Zinn, Stahl oder Eisen in Gold zu verwandeln, ein Allheilmittel herzustellen, das den Anwender unsterblich macht, und eine Säure zu destillieren, die stark genug ist, um alles aufzulösen. Wenn du dich an Harry Potters erstes Jahr in Hogwarts erinnerst, gab es einen französischen Alchemisten, der tatsächlich einen Weg entdeckte, um ewig zu leben: Nicolas Flamel. Mit dem Aufkommen des modernen Zaubereiministeriums war die Alchemie zwar nicht mehr so gefragt, aber immer noch konnte ein einzelner Zauberer versuchen, durch die Wahl dieser Laufbahn auf Gold zu stoßen. Prüfer fürs Apparieren. Das Apparieren war keine einfache Fähigkeit. Von allen magischen Fähigkeiten, die junge Hexen und Zauberer erlernen konnten, war die Fähigkeit, sich von einem Ort zum anderen zu teleportieren, eine der fortgeschrittensten. Und sie war außerdem äußerst gefährlich. Es war üblich, dass Zauberer und Hexen von einem Apparationsexperten auf ihre Fähigkeiten geprüft wurden, insbesondere in den Vereinigten Staaten. Wie der Berufsname bereits sagt, beurteilt ein Apparationsprüfer die Fähigkeit einer Person, die Technik sich anzuwenden, ohne sich selbst oder anderen Schaden zuzufügen. Das heißt, er teleportiert sich von einem Ort zum anderen und, naja, das ist ganz schön gefährlich und deswegen braucht man vorher jemanden, der wie bei einem Führerschein sagt, das kannst du oder das kannst du nicht. Barkeeper. In der Welt von Harry Potter gab es viele einzigartige magische Berufe, aber auch viele gewöhnliche. Wenn man mit magischen Fähigkeiten aufwuchs, war man nicht zwangsläufig auf eine Karriere im Zaubereiministerium oder dem magischen Kongress der Vereinigten Staaten von Amerika festgelegt. Man konnte auch einen ganz normalen Beruf ergreifen. Einer der interessantesten Berufe war zum Beispiel der eines einfachen Wirtes. Ob im Drei-Besen, im tropfenden Kessel oder in einem anderen Pub, ein Barkeeper oder Wirt hatte die Aufgabe, Getränkebestellungen auszuführen und das Geschäft hinter der Bar zu führen und sich natürlich auch mit den Gästen zu unterhalten. Mit unzähligen magischen Cocktails und Getränken war dieser Job einer der faszinierendsten in der Welt der Zauberer. Züchter magischer Kreaturen. Die Zucht magischer Geschöpfe war eine besonders gefragte Fähigkeit. Während einige Muggel wie Dudleys Tante gerne Bulldoggen züchteten, konnten Zauberer und Hexen weitaus exotischere Kreaturen züchten. Obwohl der Beruf von Zeit zu Zeit die Aufmerksamkeit des Zaubereiministeriums auf sich zog, das sich mit der Misshandlung und dem Missbrauch magischer Geschöpfe befasste, waren die Züchter im Großen und Ganzen frei, ihre Tage mit den Tieren zu verbringen, die sie liebten. Der Kniesel, ein katzenähnliches Tier mit einer XXX-Klassifizierung des Ministeriums, wurde oft gezüchtet, um das Haus und die Besitztümer seines Besitzers zu schützen. Arabella Fick,
war eine angesehene Knieselzüchterin in Großbritannien während Harry Potters Zeit in Hogwarts und verdiente gut Geld damit, um ein angenehmes Leben zu führen. Fluchbrecher. Das Brechen von Flüchen war zweifellos ein anspruchsvolles Geschäft. Ähnlich wie ein Bombenentschärfer eine Bombe unschädlich macht, ist ein Fluchbrecher darauf spezialisiert, Flüche zu brechen. Vielleicht erinnerst du dich daran, dass Rons älterer Bruder Bill nach seinem Abschluss in Hogwarts im Jahr 1989 als Fluchbrecher arbeitete. Obwohl es nicht offensichtlich erscheinen mag, war die Tätigkeit des Fluchbrechers tatsächlich eine der lukrativsten Berufe in der Welt der Zauberer. Die Gringotts Zaubererbank engagierte häufig Fluchbrecher für internationale Expeditionen, um nach alten Schätzen zu suchen, die sie in Tresoren oder in der Winkelgasse aufbewahren konnten. Wenn ein Schatz entdeckt wurde, wurde ein Fluchbrecher damit beauftragt, herauszufinden, welche Art von schrecklichem Zauber oder Monster ihn schützte. Einmal musste Bill bei einer Schatzsuche in Ägypten sogar gegen eine Mumie kämpfen. Drachenforscher. Drachen gehören zweifellos zu den faszinierendsten magischen Kreaturen der Zaubererwelt. Aus diesem Grund zieht es viele junge Magizoologen auf das Gebiet der Drachenkunde, wo sie die Biologie, die Gesellschaft und die Geschichte dieser geflügelten Wesen erforschen. Zu Harry Potters Zeiten wurden die meisten Drachen in magische Reservate verlegt, um sie vor den Eingriffen der Muggel in ihren natürlichen Lebensraum zu schützen. Obwohl das Studium von Drachen und diesen kleinen Gebieten nicht so abenteuerlich war wie in der Wildnis, schien dies die Drachenforscher nicht sonderlich zu stören. Verglichen mit anderen lukrativen Berufen würde das Leben als Drachenforscher nicht unbedingt reich machen. Doch diejenigen, die sich zu diesem Beruf hingezogen fühlten, waren ohnehin nie auf der Suche nach wirklichem Reichtum. Sie wurden Drachenforscher aufgrund ihrer Liebe zu den chinesischen Feuerbällen, zu den Hornschwänzen und den üppigen geschuppten Verwandten. Heiler. Im Vergleich zu Muggeln hatten Zauberer und Hexen eine deutlich fortschrittlichere medizinische Versorgung. Selbst in der Antike war der Unterschied noch drastischer. Vor dem Aufkommen der modernen Medizin konnten ganze Muggelstädte und Bezirke durch besonders gefährliche Seuchen wie Grippe oder Bakterien, die das örtliche Trinkwasser verseuchten, ausgelöscht werden. Obwohl diese Krankheiten natürlich auch für die Zaubererwelt eine Bedrohung darstellten, waren magische Heilmittel dafür verantwortlich, dass solche Krankheiten für Zauberer und Hexen weitaus weniger tödlich waren. Mit den Jahrhunderten, als die moderne Muggelwelt ihre eigenen fortschrittlichen medizinischen Behandlungen entwickelte, blieben die magischen Heiler dennoch überlegen. Die Ausbildung zum magischen Heiler war genauso anspruchsvoll wie die zum Arzt. Wenn du jemals eine dieser seltenen Stellen im St. Mungus Krankenhaus für magische Krankheiten und Verletzungen erhalten wolltest, musstest du der Beste deiner Klasse sein und herausragende Noten in deinen Newts haben. Im Vergleich zum Beruf eines Muggelarztes gibt es einige andere interessante Unterschiede zum Beruf des Heilers. Da magische Zaubersprüche und Flüche äußerst kreativ sind, muss auch die Magie eines Heilers kreativ sein. Wenn ein Patient mit einem knochenlosen Glied oder einer verfluchten Hand ins Krankenhaus kam, mussten die Heiler all ihr Wissen einsetzen, um herauszufinden, welche Zaubersprüche und Tränke sie anwenden konnten, um es zu beheben. Duellanten. Während des Zweiten Zaubererkrieges mag es schwer vorstellbar sein, dass das Duellieren etwas anderes war als ein Mittel, um Schlachten zu gewinnen. Lord Voldemort und seine Todesser konfrontierten Dumbledore und das Zaubereiministerium. Und während Harry Potter und seine Mitschüler das Duellieren lernten, um sich auf unvermeidliche und tragische Kämpfe vorzubereiten, spielte das Duellieren in der Zaubererwelt noch eine andere Rolle. Neben dem Kriegsführungseinsatz war das Duellieren auch ein Sport und ein natürliches Ventil für die Aggression und körperliche Energie junger Zauberer. Obwohl eine Karriere als Duellant nicht besonders lukrativ war und nur die besten Kämpfer Erfolg hatten, träumten viele junge Schüler davon, einer zu werden. Ähnlich wie ein Profisportler oder ein Boxer. Trollausbilder. In der Welt der Zauberer gibt es wenige Kreaturen, die so groß und so mächtig sind wie Trolle. Diese Eigenschaft macht sie zu idealen Wächtern und Sicherheitskräften. Obwohl Trolle nicht besonders intelligent sind, konnten einige Trollarten trainiert und eingesetzt werden, um Zauberer und Hexen zu schützen. Die Verantwortung für die Ausbildung dieser Trolle lag bei einem Trollausbilder, was eine durchaus respektable Aufgabe für jemanden war, der das richtige Geschick dafür besaß. Allerdings war die Ausbildung von Trollen eine Herausforderung. Diese riesigen Kreaturen waren nicht nur ungeschickt, sondern konnten auch extrem gefährlich sein, sogar absichtlich mörderisch.
Es war nicht ungewöhnlich, dass ein Ausbilder durch den Raum geschleudert wurde, nachdem er eine Rückhandschelle von seinem Troll erhalten hatte. Aber selbst die Gefahr von Verletzungen konnte die Ausbilder nicht davon abhalten, sich an diesem lukrativen Geschäft zu beteiligen. Das sind also die 10 bizarrsten, aber dennoch lukrativsten Berufe in der Welt der Zauberer. Was hältst du von ihnen? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Und das war's mit diesem Video. Wenn ich etwas vergessen haben sollte, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Falls dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like und ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.